Nicht nur ihr Aussehen verrät, was uns mit ihnen verbindet. Auch genetisch haben wir mit Schimpansen viel gemeinsam. Er untersucht diese Verbindungen im Erbgut mit unseren nächsten Verwandten. Doch Schimpansen sind nicht unsere direkten Vorfahren. Um unsere Evolution wirklich verstehen zu können, blickt er daher in die Vergangenheit unseres Stammbaums. Mein Name ist Svante Paabo. Mich fasziniert das Erbgut, das Genom von ausgestorbenen Organismen, besonders von ausgestorbenen Menschenformen. Eine dieser Menschenformen erforscht Svante Paabo schon seit vielen Jahren, die Neandertaler. Sie lebten schon lange vor unserer Spezies in Europa und liefern daher auch Hinweise über die Entwicklungsgeschichte des Menschen von heute. Für mich ist sicherlich die Neandertaler besonders faszinierend, weil die unsere nächsten evolutionären Verwandten sind. So, wenn wir irgendwie aus biologischer oder genetischer Sicht uns definieren wollen, jetzt lebenden Menschen als eine Gruppe, sind es mit den Neandertalern, dass wir uns vergleichen sollen und sagen, wie unterscheiden wir uns von denen? Dem Genforscher ist es gelungen, das gesamte Erbgut des Neandertalers zu entschlüsseln. Ein Meilenstein der Paläogenetik, einer neuen Forschungsdisziplin, die er begründet hat. Die Idee, durch genetische Analysen ausgestorbener Spezies die Vergangenheit zu rekonstruieren. In Fundstätten wie dieser Höhle fördern die Wissenschaftler Hunderte von Knochenfragmenten zutage, das Rohmaterial zur Erforschung des Neandertaler-Erbgutes. Von der Steinzeithöhle gelangt das wertvolle Knochenmaterial in die Reinraumlabors von Svante Paabo. Hier beginnt mit dem Heraustrennen möglicher Erbgutteile aus den Knochen die eigentliche Arbeit. Der Beginn eines sehr mühevollen Vorhabens, denn in vielen dieser Proben ist nur sehr wenig oder gar keine brauchbare Neandertaler-DNA mehr erhalten. Doch im Laufe der Jahre konnte das Team den genetischen Schatz aus der Vergangenheit zutage fördern. Was wir jetzt haben, ist einige hochqualitativen Genomen von Neandertalern, die von einer Qualität ist, fast wie Genome, die wir von jetzt lebenden Menschen bestimmen würden. So, wir können viele von den Unterschieden, fast alle Unterschieden da bestimmen. Gegenüber solch fantasiebeflügelter Darstellungen der Neandertaler und ihrer Lebensweise rekonstruiert Svante Paabo mit seiner Erbgutforschung ein reales Bild dieser ausgestorbenen Menschenart. Möglich wird dies erst durch die Aufarbeitung der Erbgutfragmente aus den Knochen. Dazu werden die winzigen DNA-Bruchstücke zunächst vervielfältigt und dann wie ein Puzzle zusammengeführt. Mit dieser Hightech gelang in den Labors eine weitere wissenschaftliche Sensation, die ein neues Licht auch auf uns heute lebende Menschen wirft. Was wir gefunden haben, ist, dass die haben sich aufgemischt miteinander. Als der moderne Mensch Afrika verlassen hat, ist man auf den Neandertaler gestoßen, in westlichen Eurasien, und hat sich tatsächlich gemischt, sodass in den Genen von jetzt lebenden Leuten außerhalb Afrika ungefähr 1-2% der DNA von den Neandertalern kommen. Lange Zeit konnte darüber nur spekuliert werden. Er aber liefert nun die Belege. In unserer DNA steckt in Anteilen das Erbgut des Neandertalers. Aus Afrika kommend, treffen die modernen Menschen vor rund 50.000 Jahren zunächst in Vorderasien auf die Neandertaler und mischen sich mit ihnen. Die gemeinsamen Nachkommen bilden Vorfahren heutiger Europäer. Erst durch die Entwicklung modernster Labortechnologie, die der Genforscher mit seiner Arbeitsgruppe teilweise selbst entwickelt hat, sind solche Erkenntnisse möglich. Doch wie machen sich die Neandertaler-Gene in uns bemerkbar? Viele von den genetischen Varianten, die von den Neandertalern kommen, tragen bei zu Anfälligkeit für Krankheiten in der jetzigen Bevölkerung, manchmal auch zu Schutz gegen Krankheiten. Es gibt auch Anpassungen im Genom, besonders im Immunsystem zum Beispiel, die vorteilhaft sind.
Und manche von denen tragen inzwischen 60-70% von den Leuten in Europa. Die Erkenntnis, dass sich in Europa Neandertaler und Homo sapiens verbanden, verdankt das Team einzelnen Fundstücken. Mit ihnen kann über die Labortechnik das Puzzle zur Rekonstruktion unseres Stammbaumes ergänzt werden. Dabei stößt die Arbeitsgruppe auf immer neue Verzweigungen in unserer Abstammung. So tragen asiatischstämmige Menschen weniger Neandertaler-Gene. Einen Hinweis auf ihre Entstehungsgeschichte lieferte dem Team von Svante Paabo ein Sensationsfund in der sibirischen Denisova-Höhle. Da haben wir sehr, sehr viel Glück gehabt in unserer Zusammenarbeit mit russischen Archäologen. Haben wir ein kleines Fingerknochen bekommen und das Genom davon bestimmt. Wir waren sehr überrascht, dass es weder ein Neandertaler noch ein moderner Mensch war, was anderes. Ganz entfernt verwandt mit den Neandertalern. Und wir wissen inzwischen, dass diese Menschenform, die wir Denisovaner genannt haben oder Denisova-Mensch schon genannt haben, haben beigetragen zu jetzt lebenden Menschen in Asien und besonders in dem Pazifik. Die Erforschung unserer Entwicklungsgeschichte mithilfe ausgestorbener Vorfahren des Menschen und seiner heute noch lebenden Verwandten. Ein großes Projekt. Durch den Vergleich von genetischen Gemeinsamkeiten und Unterschieden im Erbgut der Spezies Mensch und seiner Verwandten kommt das Team unserer Abstammungsgeschichte immer näher. So entstehen neue Erkenntnisse und neue Fragen. Die größte Herausforderung jetzt ist wirklich diese Veränderungen im Genom, die wir alle uns heute teilen, unabhängig davon, wo wir auf dem Planeten leben, aber wo wir uns unterscheiden von Neandertalern und Menschenaffen, die funktionell zu untersuchen. Welche Veränderungen da könnte was beeinflussen, das wichtig ist, zum Beispiel für die Entwicklung oder die Funktion unseres Gehirns. Svante Paabo, Begründer der Paläogenetik, einer wissenschaftlichen Spurensuche auf den verschlungenen Wegen der Evolution.